Herzlich willkommen zur weiteren Folge hier. Schulenkabel. Die versorgt aktuell unsere Knie. Was machen wir jetzt so? Was los? Nicht dicht daran, ne? Ja, wir versorgen unsere Kühe mit Futter und Wasser. Und dann werden wir weiterhin unser Geräthof aufräumen, Winter vorbereiten. Ups. Ich möchte mal allen Abonnenten danken fürs Reinschauen. Auch an diejenigen, die regelmäßig kommentieren. Einmal andermal, ne? Nicht zielen. Es darf ruhig ein bisschen mehr sein. Wie gesagt, wenn ihr Vorschläge habt, Ratschläge, Fragen, einfach reinschauen. Ansonsten ganz gerne mal einen Daumen hoch. Ich meine, gut, ich weiß nicht, ob das was das bringt, genau, ob Daumen hoch oder runter, keine Ahnung. Wie da jetzt YouTube das jetzt einordnet, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber schaden kann es ja nicht, ne? Und von daher würde ich mich freuen auch darüber. Und wenn kein Daumen hoch kommt, ist auch nicht schlimm. Ich vergesse auch da mal hin und wieder zu geben. Ist oft so, ne? Ist auch nicht weiter schlimm. Und natürlich freue ich mich über jeden, der mal reinschaut. Hier und da mal ein, zwei Minuten guckt. Oder drei. Oder ganze Folge. Je nachdem, wie ihr Lust habt. Manchmal ist ja verschieden, ne? Den einen interessiert das eine bisschen mehr, der andere weniger. Gut, das ist okay, passt schon so. So, was haben wir noch alles Schönes? So, jetzt haben wir gerade die Tiere gefüttert. Wir haben die Tiere jetzt versorgt. Und jetzt könnten wir mal die Traktoren wegräumen. Müssten wir eigentlich waschen, reparieren, aber sofort. Das würde ich aber erst machen, wenn ich jetzt wirklich die ganzen Gerätschaften erneuert habe. Also wirklich, wenn ich jetzt sagen kann, ja, das behalten wir jetzt. Und dann würde sich auch entsprechend lohnen, da Geld zu geben. Temperatur und oder wir reparieren es im Frühjahr oder im Winter, mal sehen. Weil ich so nicht weiß, lange die anderen Gerätschaften stehen, die Mod sind, wird sich das nicht lohnen, ne? Aber die Käse sind die Beggars und Ferguson sind keine Mods, das weiß ich. Aber alle anderen schon. So. Den kleinen Hänger, ja gut, den Deutz, den kann man verkaufen, den John Deere eigentlich auch, würde man jetzt behaupten, wie beim blauen Anhänger auch, den Fan, ja, würde ich auch verkaufen, also hier, den Deutz, Anhänger, Fan, John Deere. Diesen Anhänger, ja, würde ich auch mal verkaufen wollen, erstmal. Also ich mache halt mal die beiden. Die verkaufen was. Was haben wir für Preise heute? Was dabei? So, was haben wir die Preise? Preise. Oh, Hafe. Ist ärgerlich, aber gut, was soll's. 760, 780, fast 800. Wir werden mal Dings verkaufen, und zwar Weizen. Das haben wir hier auch. Gut, das ist egal. Das verkaufen wir nicht, ne? Müsst doch gar nicht jetzt wo. Das geht ja auch gar nicht, glaube ich. Also dafür ist kein Verkauf vorgesehen. So, Landhandel Müll war glaube ich gewesen. Ja, das ist mehr um die Ecke, da können wir gleich geradeaus fahren. Mit einem geländefähigen Fahrzeug wird es gehen, ne? Aber mit, weiß ich, mit mehrere Tonnen am Hintern, ne? Immer so, ne? Wird es schwer. Ne? Wir sind jetzt schuldenfrei, ich wollte gerade sagen, müssen wir
Schulengeld zurückzahlen müssen wir nicht. Auch Schulden von deswegen, weil ich schon einiges verkauft habe. Und dann schaue ich mir später, dass wir dann nach und nach wieder neu kaufen. Ich sage jetzt nicht so lange warten, weil im Prinzip, wenn wir jetzt eher noch Felder kaufen sollten vielleicht, auch wenn wir dann plötzlich kein Geld mehr haben, um Drescher zu kaufen, wäre es ungünstig, ne? Dann wäre das äußerst schlecht, weil wir nicht ernten können. Gut, ein bisschen Geld haben können wir immer zur Not und Kredit ausleihen. Da gehen wir auch nur mal sicher und dann werden wir entsprechend nachher zum Frühjahr geht los, da kaufen wir entsprechend neu. Beziehungsweise wenn wir alle Mods runter haben und dann so nach und nach dann gekauft haben und dann stellen wir fest, ach, wir wollen auch den Gerät haben, dann kaufen wir entsprechend neu. Das ist kein Thema. Also dann kann man auch diesen Mod wieder raufnehmen, den entsprechend kaufen. Wenn man jetzt den nicht braucht, kann man den wieder runternehmen oder beziehungsweise gar nicht erst raufnehmen. Ne? Wenn ich jetzt weiß, will ich kaufen, dann nehme ich ihn rauf und dann ist gut. Dann kann man ihn behalten. Wenn er dann nochmal Aero schmeißt, dann muss ich mich von dem Butler trennen und dann nochmal halt sagen, okay, so viele Aeros machen Probleme. Ne? Ich weiß, vom Kursbrett kommen auch einige Aeros, aber da kommen auch ständig neue Versionen und da kann es sein, dass irgendwann mal Aeros aufhören kann. Hoffe ich mal, ne? Aber wenn die Mods runter sind, dann kann man von vornherein ausschließen, dass er hier Ewigkeiten zum Laden braucht. Ne? Also, das ist ja nicht mehr schön. Wenn ich Spiel beenden will, dann lädt er Ewigkeiten. Wenn ich Spiel laden will, brauche ich Ewigkeiten. Das ist alles nicht mehr schön. Wenn wir jetzt Geräte nicht haben, drauf haben, dann ist das schon mal nicht mehr da, ne? Was er dann machen muss. Das hier wird eingespart, so ungefähr, ne? Nicht, dass ich den Platz brauche, darum geht es nicht, aber da geht darum, dass man alles immer entsprechend immer schreiben muss, ne? Und wenn da irgendwo ein Fehler vorhanden ist, dann kommen mehrere Einträge und das stört irgendwo, ne? Das ist ja nicht schön. So, jetzt normal was verkaufen, mal sehen. Den Rest Weizen geht ganz gut, dann wäre es weg. Dann nehmen wir noch eine Fuhre Dings da. Mein Lager will ich eigentlich nicht verkaufen. Das wollte ich behalten. Genauso wie die Hallen. Und dann will ich ja die Hallen, die ich nicht nutze, entsprechend aufbekam, ne? Das kommt da auch noch zu, ne? Warum soll ich so 7, 8, 20 Sorten Hallen da haben, wenn ich die nicht brauche, ne? Oder die ich nicht nutze, vor allem. Ich habe noch die Hallen von Anfangszeiten drin. Die sind schön aussehen, keine Frage. Die funktionieren auch. Denke ich mal schon von aus. Aber wenn man die nicht braucht, dann ist es unnütz Ballast im System. Ne? Muss ja nicht sein. So, was haben wir noch an Weizen? Kann nicht viel sein. Jetzt weg. Dann ist es alle. Dann nehmen wir das Gerste mit zu. Holz, ne? Ja, dann so nach und nach unsere Produktion immer weniger, ne? Also Quatsch, Produktion, unser Lagergut, ne? Und wenn der Winter beginnt, werde ich umstellen auf 3 Tage. Da kommt das Frühling in Frühjahr und dann kann er entsprechend das ganze System sich einstellen. Also ich werde mit Winter anfangen auf 3 Tage umstellen und schon haben wir in 3 Tagen wieder Frühling, also in-game, ne? Also 3 Tages Jahreszeiten, das ist deutlich besser und schneller
wenn wir mal wirklich so viel haben würden, was wir nicht schaffen würden, dann würde ich eine, können wir immer noch wieder umstellen auf 6 Tage, aber so würde ich mal so umstellen auf 3. Und dann hätten wir die ganzen Jahreszeit ein bisschen schneller und wir könnten die dunkle Jahreszeit euch länger überleben, überstehen. Und vor allen Dingen, wir würden dann auch sehen, wie unsere Kühe dann Kälber kriegen, wie das alles geht, so vorangeht. Ne? Also sowas. Gut, jetzt haben wir ein bisschen mehr Zeit, wo wir wissen, da kommt kein LS 21 in diesem Jahr. Aber selbst bis zum Herbst hätten wir dann nicht viel geschafft mit 6 Tagen. Ne? Also dann brauchst du ja doppelte Zeit. Ne? Ist ja so. Und wenn du mal Milch haben willst, dann müssen die Kühe auch mal Kälber kriegen. Und wenn das der Fall ist, dann ist gut. Und wenn nicht, ja. Hier, dass die Frucht steht immer noch hier. Ja. War nicht reif, ne? Und wir haben ja keine Wiesen hier. Sonst hätten wir gesagt, okay, machen wir Wiesen. Können wir nochmal mähen? Aber das lohnt sich für uns nicht. Die Flächen, die wir als Wiese nutzen könnten, wenn ich hier und deswegen Geräte kaufen. Ja, dann heißt es mich morgen wieder bearbeiten. Am Montag. Nicht zwangsvoll wie alle, aber Teil. So 2 Stunden ungefähr. Mal ein bisschen was tun, was der Rechner macht, und ich schaue ein bisschen Videos und so und dann nebenbei und dann bearbeiten so schön Stück für Stück. Muss ich mal schauen, wie viele Gigabyte das jetzt hier sind. Man muss sich so ungefähr vorstellen, so lange wie das Video auch ist, so lange dauert die Bearbeitung im ganzen Groben. Also wenn wir also eine Stunde gespielt haben, also eine Stunde bearbeiten, ich habe ungefähr jetzt hochgerechnet, 2,5 Stunden gespielt, also auch 2,5 Stunden muss ich dann bearbeiten, ungefähr. So lange dauert das, man muss das einstellen und dann muss der Rechner das entsprechend umrechnen und dann so nach und nach neu schreiben und das dauert ein bisschen. Darum mal Geduld haben, ne? Und ich mache das teilweise mit 2 Rechner, neuerdings, dadurch spare ich mir ein bisschen Zeit ein. Und nächste Woche muss ich alles hochladen für die Woche drauf. Also auch 7 Days to D steht an. Ja, 14 Mal, ne? Aber doppelt so viel wie jetzt Thüringen, also von Datenmenge her, weil ich ja die Folgen länger sind. Ne? Deutlich länger. Das ist auch deutlich mehr Abwechslung dabei. Ne? Wer schon mal geschaut hat oder selbst gespielt hat, weiß ja im Prinzip, da ändert sich ja stimmt nicht was. Also da kommt plötzlich eine Horde, dann machst du was, dann wirst du gestört und dann kommt wieder eine Horde. Und dann kommt die Blutmondnacht, dann bist du richtig beschäftigt. Ne? Und dann bist du dabei hinterher mit Ausbauen, Reparieren, die Schwachstellen ausbessern und so. Ne? Also richtig viel zu tun und dann muss man gucken, Bücher finden zum Lernen, ne? Spezielle Dinge. Ich suche aktuell Wissen für Munition, wo ich keine Stahldinger brauche. Also mit Stahl was machen könnte, nicht mit Bronze oder Messing. Weil das ist sowas von selten, das Material. Ne? Und Munition herstellen ist dann, naja, du brauchst ja welche, ne? Die kommen ja dauernd, du musst ja abballern. Ne? So, jetzt das Farm Gerste. Gerste, mal gucken wir gleich rein. Und zwar. Nicht Montag, Gerste. Gerste ist auch bei Landhalle Müller. Na gut, da fahren wir dahin. 750. Getreide und dann die Preise mit dem sind nicht viel. Also wir haben kein Raps und keine Sonnenblumen. Da erholt sich gerade der Preis. So haben wir nicht viel.
bisschen Hackschnitzel von den Bäumen, Stroh. Ja. Da haben wir nicht viel. Haben wir gar nichts. Ja, dann fahren wir hin zum Landhandel Müller. Ja, die Hallen, das will ich schon stehen lassen. Ich überlege auch noch, ob ich hier Ställe baue für Kühe. Muss ich mal schauen, wo die noch hinpassen. Ein bisschen Gelände anpassen vielleicht. Hinten die Wiese. Noch ein bisschen. Das können wir noch alles machen. Aber nur mal sehen, dass wir erstmal die Gerätschaften reinkriegen für dann Mist für die BGH, ne? Da wollte ich ja, deswegen wollte ich ja die Stelle machen. Ne? Denn wir haben ja Stroh, wir können einstreuen, aber leider der Stall ist ja verpackt, sag mal so, ne? Das funktioniert nicht mit Stroh. Man kann zwar Stroh reingeben, nach langen Suchen, Trigger, ne? Kann man reingeben. Aber da gibt nichts raus, der Bruder. Und deswegen ist er da besser, man muss dich daran gehen, ne? Ich höre mir ja nichts. Ich höre nichts, ihr hört nichts. Soll er so nicht sein, ne? So. So, Zeit um. Und schau, das soll es für heute gewesen sein. Zeit mal schön auf den Weg. Und ciao. Hat mich gefreut, hat mir Spaß gemacht. Hoffe, ihr habt auch Spaß gehabt. Danke fürs Reinschauen. Tschüss.